Breakdance und Hip-Hop. Kindertanz. Ballett. Street Dance. Cutting, Locking. Commercial. Boah, eine Menge. Also ich würde immer empfehlen, jeden Tanzstil einmal auszuprobieren. Oh, da drin bin ich stark, da drin habe ich Spaß. Egal was, Hauptsache du tanzt. Also ich würde jeden Menschen auf der Welt empfehlen, wirklich zu tanzen. Nicht unbedingt, um jetzt der nächste Superstar-Tänzer zu werden, sondern einfach wirklich zu tanzen für sich selbst, weil es einfach fit hält, es macht ja gleichzeitig Spaß. Es ist kein Sport, wo du einfach nur deine Übungen abarbeitest sozusagen, sondern es ist mit Musik, man hat Spaß dabei, man hält sich fit. Also Ballett ist hier bei uns in der Samuels Dance Hall etwas Einzigartiges, würde ich sagen, weil es hier einfach sehr ja, offen und locker zugeht. Ja, wollen wir denn den Tanz üben? Ja. Wisst ihr auch noch, wie das geht? Genau. Ja, und hoch 5, öffne 6. Also wenn man hier eine Profilaufbahn anfangen möchte, dann sollte man auf jeden Fall in alle Kurse gehen. Das heißt, man fängt irgendwo an und dann wird man hochgestuft zum nächsten Kurs. Und dann, wenn man Interesse hat, dann wird man hochgestuft zur Samuels Crew. Und dann kann es anfangen mit Shows wie im Maritim Hotel oder sowas wie Berlin Nights. Also es sind immer verschiedene Sachen. Also in ganz Berlin haben wir 3 Standorte. Einmal Weißensee, Marzahn und Tempelhof. Die Eltern bleiben hier, trinken Kaffee und danach kommen die Kinder raus, erzählen den Eltern, wie es war. Dann spielen sie meistens noch Spiele hier. Der Trainer ist nett, das Umfeld ist nett und so. Das ist Familie, ja. Dass das so ein gutes Gefühl ist für alle. Also meine Choreografien entstehen meistens tatsächlich im Auto. Ja, es fängt mit einem Song an, wenn ich den höre und der gefällt mir. Meistens fällt mir noch irgendein Schritt dazu ein und dann beginnt tatsächlich auch die Choreografie, einfach nur mit einem Schritt. Hansi, du merkst dir, dass Marie dein Gegenüber ist? Top! Du merkst dir, dass Elias dein Gegenüber ist? Top! Dann fangen wir mal an. Wum, scha, wum, ha! Charlie ist wirklich eine der besten Trainerinnen, bei denen ich je trainiert habe. Wir ackern jedes Mal und wir geben immer unser Bestes bei ihr. Wenn wir halt wissen, wir müssen mehr Power geben, sagt sie es auch. Sie gibt uns halt Feuer unter Marsch, indem sie halt schreit und motiviert. 5, 6, 7, ha, ha! Performance ist für mich, wenn jemand einfach auch den Spaß nach außen trägt, den man auch die Leidenschaft im Gesicht und im restlichen Körper ansieht. Genau, und wenn man merkt, wow, der ist voll in seinem Element und schaltet alles um sich herum aus, das ist für mich Performance und auch eine gute Performance. Und wenn ich halt tanze, glaube ich, dass ich auf jeden Fall immer wieder Leute inspiriere. Aber ich habe auch immer mal Schüler, die dann sagen, oh, ist so cool, ich will mal so tanzen wie du. Oder die wissen ja auch, dass ich dann mal so eine Live-Show habe und gucken sich das dann auch im Fernsehen an. Zeigt mir hier, dass ihr geht up, down, 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 up, down, down, down. Ja, es ist immer da, 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 and a harder street, and baby, come and rock me, ja. Der liebt Tanzen wie kein anderer, der vermittelt das auch. Der hat eine Energie und eine Kraft in sich als Tänzer. Und er hat natürlich dadurch, dass er momentan auch ganz viel auf großen Bühnen in Europa steht und auch im Fernsehen ist, ein ganz starkes Wissen über das, wie das Leben als Tänzer momentan direkt in der Commercial-Branche aussieht. Aber wenn du halt nicht reingehst und dann sagst so, ich mach das halt so ein bisschen kleiner, weil ich kann es noch nicht, bringt dir gar nichts. Du musst gleich denken, groß, okay. Groß, okay, bis es dann drin ist und sich auch richtig für dich anfühlt. Wenn man so einen schlechten Tag hatte und man kommt hierher zu Rico, der ist so lustig und positiv irgendwie, dann geht man mit einem viel angenehmeren und positiveren Gefühl auch wieder nach Hause. Man ist so wieder happy irgendwie. Ja, es ist wirklich jedes Mal bei ihm so.
Ja, solche Situationen gibt es auch, wo man sich so denkt, oh Gott, wie schaffe ich das? Aber die Trainer, genauso wie Charlie und alle anderen, supporten einen sehr, unterstützen und helfen auch extrem. Und dann fühlst du dich so viel freier und so viel stärker, dass es einfach ein wundervolles Gefühl ist. Ich habe einen Traum, mal einer der besten Tänzer zu werden oder Tänzerin. Hab ich eigentlich nur mitgemacht beim Tanzen, weil ich Luca schlagen wollte. Mit Schlagen meine ich, dass ich besser bin, als meine Oma und mein Opa eine Hochzeit gefeiert haben. Die weiß nicht genau welche, aber da habe ich dann auch vor meinen Großeltern, vor der ganzen Familie vorgetanzt. Und ich freue mich dann, wenn die Kinder erzählen, ja, ich stand jetzt in der Schule auf der Bühne und hatte gar keine Angst mehr, weil ich immer an dich gedacht habe. Und das ist einfach schön, dass die Kinder lernen, über ihren Schatten zu springen, keine Angst mehr zu haben, die anderen respektieren. Gehört ja so viel dazu. Das finde ich fast wichtiger als alles andere erstmal. Ciao, ihr Mäuse. Tschüss. Also jede Schule ist für viele Kinder auch wie ein kleines Zuhause. Die Marzahner machen momentan da die größten Sprünge. Und wenn die sich finden, dann wollen die immer zielorientiert irgendwo hin. Ne? Und die fahren auch gerne rum und zeigen, was sie können und vergleichen sich auch gerne. Also Erfolg ist schon auf eine Art messbar beim Tanzen. Natürlich auf Meisterschaften ist das ja eine Art, auch sich miteinander und untereinander zu messen. Aber steht natürlich nicht nur im Vordergrund. Wir stehen jedes Mal zusammen und sagen uns jedes Mal, dass der Spaß am wichtigsten ist. Ich tanze, weil mir es Spaß macht und weil ich Meisterschaften gewinnen will. So, weil ich meine Freunde treffen kann und mich einfach auspowern kann, danach es einfach besser geht.